Hi Leute, willkommen zu meinem neuen Video. Wir befinden uns mal wieder bei F1 2016 in meiner meiner Solo-Karriere mit dem Sauber F1 Team. Training und Qualifying habe ich wie immer absolviert. Ja, die Scheiße. Hab da leider einen Fehler, einen Patzer gehabt im ersten Qualifying. Bin erst bei 7 Minuten raus. Dachte, ich fahre mal eben kurz eine schnelle Runde und dann, um mich fürs zweite Qualifying zu qualifizieren, handeln mir dann leider einen Flügelschaden ein und konnte die Runde natürlich dann nicht mehr gut abschließen und habe leider den letzten Platz erreicht. Ja, das war nicht so schön. Gut, müssen wir das Feld von hinten aufräumen und schauen, was wir da schaffen können. Hören wir uns mal die Erwartungen des Teams jetzt an. Hey, ich bin's. Wollte nur die Erwartungen des Teams fürs Rennen an dich weiterleiten und dir Glück wünschen. Mach's gut. So, wir sollen aufgrund dessen, dass wir eine schlechte Platzierung haben, das Rennen auf dem 17. Platz abschließen und unseren Teamkollegen besiegen. Ja, unseren Rivalen Lewis Hamilton findet ihr nicht mehr, weil wir die Rivalität gewonnen haben. Yeah! Ja, 17. Platz ist natürlich möglich, keine Frage. Allerdings Singapur Nachtstrecke und Stadtstrecke sehr flügellastig, wenn man nicht aufpasst. Schauen wir mal, was wir da reißen können. So, ich hatte es in der letzten Folge ja schon angerissen, ob wir noch weiter forschen oder nicht. Ich habe jetzt, weil es eine sehr abtrieblastige Strecke ist, festgestellt, dass der Abtrieb scheiße ist. Ich konnte nicht richtig mithalten. Darum habe ich nochmal den Abtrieb in die Entwicklung gegeben. Und ich würde sagen, weil ich finde, dass der Sauber eigentlich viel zu stark ist, wir den Pole Position fahren teilweise ohne Probleme. Von daher würde ich sagen, dass wir die Forschung und Entwicklung jetzt mal einstellen und damit das Ganze ein bisschen Realismus bekommt. Ich denke, dass der Sauber ständig hier Top-Plätze kassiert, das liegt ein bisschen im Spiel. Das ist natürlich von der Realität weit entfernt. Von daher würde ich sagen, dass wir die Forschung und Entwicklung mal einstellen. Wir haben auch Fahrer-WM und so, das ist auch alles nicht schaffbar, von den Punkten alleine schon. Von daher würde ich sagen, haben wir sowieso unser Ziel schon lange erreicht und wir stellen daher die Forscherentwicklung ein, weil es hat auch einen großen Vorteil für uns, dass wir die nächste Saison gleich angreifen können, weil alles, was wir jetzt sparen, steht hier auch, wenn du die Forscherentwicklung einstellst, erhältst du einen Bonus von 25% auf alle Ressourcenpunkte, die du von jetzt an bis zum Ende der Saison verdienst. Deine aktuellen Ressourcenpunkte sowie alle zukünftigen Ressourcenpunkte werden eingezahlt. Das bedeutet jedoch, dass du bis zu Beginn der nächsten Saison keinen neuen Upgrades kaufen kannst. Ja, also wir stellen somit ein und bekommen nochmal 25% extra dafür und können in der nächsten Saison so richtig schön angreifen. So, eingestellt. Nee, scheiße, jetzt haben sie den Abtrieb auch nicht weiter geforscht. Nee, das war natürlich doof jetzt. Das hätte ich noch abwarten müssen. Egal. Dann ist es halt so. Ich würde sagen, wir gehen dann mal ab ins Rennen. Eigentlich sagt man, New York sei die Stadt, die nie schläft, aber Singapur kommt dem Ganzen schon sehr nahe. Und hier wartet man heute bei den grellen Lichtern am Hafen im Marina Bay District auf den nächsten großen Preis. Es werden sehr lange, sehr harte Runden und es gibt nur ganz wenig Spielraum für Fehler. Heute Abend werden wir hier in Singapur so etwas wie ein Langstrecken-Formel-1-Rennen erleben.
Diese 5,6 Kilometer lange Strecke, 141 Kilometer nördlich des Äquators, ist nicht nur heiß, sie ist auch feucht und aufgrund der Bodenwellen und der engen Begrenzungen ein unglaublicher Test für die Fahrer. Es braucht 23 Kurven rund um die Bucht, um eine einzelne Runde abzuschließen. Die Aussicht ist spektakulär und die Hitze unerträglich. Es könnte ein unglaubliches Rennen werden. Dann wird das heute ein hartes Rennen für unsere Fahrer, Stefan. Worauf wirst du achten, wenn sich die Fahrer der ersten Kurve nähern? Hoffen wir mal, dass sich jeder benehmen wird und wir einen unfallfreien Start erleben. Die ersten paar Sekunden werden sehr interessant sein. Die saubere Seite des Grids wird besser zum Fahren sein, also sollte man dort auf Autos achten, die sich ihren Weg bahnen. Wir müssen auf der Strecke bis Kurve 1 voll konzentriert sein. Wir sind jetzt im Vorteil und das soll so bleiben. Verteidige innen. Dann können wir Kurve 1 in Führung verlassen. Schauen wir uns die Ergebnisse des gestrigen Qualifyings und die Startaufstellung an, bevor es losgeht. Sebastian Vettel hat eine leere Strecke vor sich. Er startet von der Pole. Und daneben steht Nico Rosberg. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Raikkonen, Sainz Junior, Lewis Hamilton und Grosjean. Perez, Kvyat, Gutierrez und Fernando Alonso. Verstappen, Hülkenberg, Felipe Massa und Button. Eriksson, Hayanto, Daniel Ricciardo und Pascal Wehrlein. Bottas und Palmer. Kevin Magnussen und ein sauber vervollständigt die Startaufstellung. Die Lichter gehen bald aus, also schalten wir zur Strecke. Dankeschön, und da sind wir auch schon direkt unten auf dem Grid. So, schauen wir uns mal die Strategie an. Wir sind ja auf dem letzten Platz. Ach ja, was es auch noch gibt, die Session Wettervorhersage hat leider Regen vorhergesagt in Singapur. Klar, bei 30 Grad Regen, schön. Warum auch nicht? Mal gucken, wie viel da runterkommt. Ja, jetzt ist die Frage, ob wir das bei einem Stop belassen oder ob wir schön mit den Ultras fahren. Haben wir sowieso. Die personalisierte Entscheidung ist sowieso aufgrund unserer sehr reifenschonenden Fahrweise Ultras zu nehmen und dann auf super weiche Reifen. Das hört sich für mich spitze an. Gibt auch gleich mal 11 Sekunden mehr. Weniger meine ich. Kürzere Renndauer also. Was haben wir hier? Ne, also wir machen schön, das ist auch das, was ich mir vorweg überlegt hatte, dass wir lieber einen Boxstopp machen. Ja, das hört sich doch gut an. So, wir haben Benzinlast für 32,4 Runden. Das ist, denke ich, auch okay. Ups. Moment. Was geht hier? Jo, okay. Gut. Beziehungsweise das lassen wir so. Können wir auch schön viel auf Fett fahren. Wir müssen ja einiges aufholen jetzt. Ja, ich würde sagen, das passt alles soweit. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß und mir viel Glück. War nicht auch vorbereitet. Langsam hier. Die Reihe hier. Ein bisschen die Position. Das ist schon wieder eine ganze Sache. Ein bisschen beischieben. Gleich an zwei Plätzen. Das ist sehr schön. Hier vorbeischieben. Ricciardo, ja, wer dann nicht? Doch, jetzt kommt richtig raus. Schön, damit haben wir unseren Platz, den wir auf dem Team erreichen sollen. Perfekt. Hier muss man auf jeden Fall immer konzentriert fahren, weil wir brauchen nur einen Fehler machen bei der engen Strecke und dann ist das Rennen vorbei. Wenn das hier und da zu weit rechts rauskommt,
kann man dann leicht noch mal erkennen, vielleicht kann man mit dem Flügel. Teamkollege auch schon. Hat das mal auch eine gute Position erwischt. Ist das auch, weil er eine gute Position erwischt? Jo, danke. Das sehe ich. Er ist auch gut unterwegs. Strategie als wir. Das sind mittlerweile doch so mehr. Die Strecke eigentlich ganz geil, sehr anspruchsvoll. Das hat irgendwie, jede Strecke hat irgendwie so seins. Seine Vor- und Nachteile. Hier ist natürlich der Nachteil, dass alles sehr eng ist. Wenn man nur einen Fehler machen braucht. Hat auf jeden Fall einen Flügelschaden. Und wenn man aus Weichzone erwischt. Obwohl es hier fast keine gibt. Ja, aber Nachtrennen ist auch cool irgendwie, finde ich. Was anderes. Oh, da gab's einen Schaden. Fehler machen und zack sind sie gleich wieder schon ein bisschen weg. Aber sehr anspruchsvolle Strecke. Man sieht auch, man hat nicht viel Möglichkeiten zu überholen. Also das habe ich auch schon beim Training gemerkt. Wenn einer hinter mir war, der kam auch nicht vorbei. Außer Raycon, ein Mann, der mich doch fast abgeschossen hat. Der Arsch. Boah, jetzt kommt hier alles so raus. Sehr gut an die Linie. Interessant ist auch, dass die Ultras hier echt lange halten. So krass. Jetzt hätten wir eigentlich drei Runden. Was so kommt. Das ist wohl die Hitze sagen, auf warmen Straßenbelag. Da haben wir 12% hier. Sieht ja an der Box das Topfenster aus. 12. Runde. Was? 12. Runde erst? Krass. So lange sind wir dunkel. Oh nein.
gerne auf den Ultra Soft. Die schnellsten Reifen müssen wir natürlich auch. Aber hier sieht man auch, sind nicht mehr so konkurrenzfähig wie bisher, weil Abtrieb fehlt uns echt in dem Auto. Deswegen wollte ich eigentlich Abtrieb nach Porsche entwickeln lassen. Der noch ein bisschen zu wenig vorhanden ist im Vergleich zur Konkurrenz. Das wird ja schon anstrengend, um da dran zu bleiben. Der Kurs ist auch sehr anstrengend mit vielen Kurven. Das hat schon ein bisschen Mühe geben. Vielleicht mal angreifen. Das reicht nicht. Ups, so. Das hat er geschnitten. Hier wieder kleiner Fehler, das ist immer schon weg. Alles sofort bestraft hier. Ja, wenn man hier ein bisschen weg ist, dann ist das DRS-Fenster auch wieder von Arsch. Zwar ein bisschen ran wieder, aber das war's dann auch. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 0,6 Sekunden. Da sieht er vor uns kein Platzwechsel, gar nichts, keine Angriffe, ich glaube 0. Ja, das ist echt schwer zu gewinnen. Ne? Gut für die Führer, ne? Auf jeden Fall. Ich muss da keine großen Sorgen machen. Oh nein! Scheiße! Das ist natürlich schon nicht so groß. Geht noch einigermaßen. Wir haben noch kein DRS jetzt. Aber es ist gefährlich an dem Kurs, wenn man zu dicht dran ist. Muss man echt aufpassen. Bei ihm fehlt das natürlich 1-1. Hier mal Schnur gezogen. Oh, da war es wieder knapp. Oh, oh. Ah, nein. Schon wieder ein Schaden. Oh, ja. Ist alles in Ordnung? Das war heftig. Sag uns bitte, ob... Das ging mal total in die Hose. Das war nicht mehr, das geht hier so schnell. Zack, einmal nicht aufgepasst. Und... Oh, was war das denn jetzt? Hä? Hat er doch noch gar nicht eingelenkt. Was macht der denn jetzt? Lenkt nach links automatisch. Was macht der denn da jetzt? Oh,
der denn da? Irgendwie komisch. Das war merkwürdig eben. Ganz aber nichts gelenkt. Zwölfter. Wir haben ein paar in die Box gefahren. So. Das kommt nicht. Mach Licht eigentlich nicht rein. Auf Platz 10. Ich hatte ihn in der Box. Also mit dem Rennen in Punkte fahren, das wäre schon eine Sensation. Ja, und schon wieder raus hier.
Boah, Alter. Jetzt drückt er mich aber weg hier, ey. Er ist angepisst. Bin endlich vorbei. Einiges aufzuholen. 20 Minuten Zeit.
gefährlich hier. Und ganz dicht an die Wand fahren muss. Schwer zu kontrollieren aktuell. Noch geht's, oder? Gerade hier in solchen Bereichen. Schwimmt er nicht schnell auf. Guck mal, Hamilton da ist vor uns. Krass. Aber auch schlechte Strategie gehabt. Ja gut, jetzt heißt es nur auf den Flügel aufpassen. Schön versetzt fahren hier. Sekunden ist er vor uns. Krass. Nicht schlecht, Markus. Kannst du ein bisschen Dinges anfangen. Auf jeden Fall. Boah, das ist ein bisschen langsam. Muss ich gleich mal ein bisschen vorbeiziehen. Ja, also das Rennen ist auf jeden Fall interessanter als das letzte, wo wir von der Pole den Sieg eingefahren haben. Hier ist auf jeden Fall auch einiges spannender. Und anstrengender. Wir haben hier direkt vor uns. Kommt auch nicht vorbei. Böse aufgeschwommen. Ja, sorry. Ich weiß. Wollte ich nicht. Hm.
Veranda anmelden. Sehr geil. Der Teamkollege ist richtig gut dabei. Sehr geil. Das wäre nochmal schön für Sauber. Ich in die Punkte komme und mein Teamkollege. Das wird ordentlich Punkte geben in der Konstrukteurs-WM. Auch wenn wir da keine Chance mehr haben, den Platz aufzusteigen. Aber das ist immer gut. Regenreifen. Machen wir das mal mit. Kommt Jungs, jetzt bitte den schnellen Boxenstopp. Das ist halt Zeit. Los, 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 damit du an der Ausfahrt auf Renntempo bist. 4,6 Sekunden, Jungs. Was war das denn? Ja, wir kriegen sie hinterhängen. Spannend. Das ist eigentlich nicht meine Bedingung jetzt. Die Benzinreserven gehen zur Neige. Bald sind wir genau im Sollbereich. Schalte möglichst bald den Motor runter. Oh, noch alles okay. Mal ein bisschen. Das heißt eigentlich jetzt nicht meine Bedingung mit den Regenreifen. Aber schauen wir mal, wie das auf der Strecke hier ist. Oh, was hier hinten? Da. Danke. Schönes Ding. Aber auch die KI hat Probleme mit den Bedingungen. Der Regen lässt in etwa 5 Minuten nach. Leichter Regen in 5 Minuten. Na toll. Das heißt nochmal rein. Passen, oh, die Ecke ein bisschen krass im Auge. Gibt's gar nicht. Die Graben noch fett. Oh, hier schwimmt er richtig auf. Thank you.
schwieriger, man sieht echt kaum was. Wirklich nur so viel, dass ich mich hier echt mega konzentrieren. Hier kann ich hinten drauf hauen. Platz, ich habe nur 10 Plätze mitgemacht. So, ein gutes Ergebnis. Das war knapp. Fast in die Bande gerauscht. Wetterbericht. Sagt, alle nochmal in die Box fahren. Oh, weiter mal an. Hamilton. Kein Bock mehr. Hier bin ich zu dümpeln. Oh, Alter. Wie gefährlich hier. Wir werden dranbleiben.
10 uns noch nicht wegfährt. Deswegen vertraue ich komplett auf Jeff. Dann lag er bisher immer richtig. Dann reiten wir hier auch schon. So was auch immer. Dann geht es gleich. Das war doch keine Überschreitung. War das denn eine Überschreitung? Das hat mir ja sogar Zeit gekostet. Box. Ich bin auch in der Box. Markus ist an der Box. Markus an der Box. Ja, und dann gibt man Gas, dass der jetzt rausfährt. Wo vor uns ist Rossberg. Sehr schön. Box ist frei. Kommt ja, es gibt Gas, es gibt Gas. Los geht's, los, los, los. Damit sind wir nach wie vor Platz 11. Alle reingefahren. Ups, scheiße. Hab ich nicht drauf geachtet. Fühlt sich auch schon echt besser an, merkt man richtig, dass die Unternehmen jetzt hier besser sind. Gut für uns.
ich auch sagen. Noch regnet's. Zu überholen. Ja, sehr schön, klappt wieder. Merkt man jetzt auch nicht so den Unterschied, was den Abtrieb angeht, wie im Training oder im Qualifying, da hatte ich keine Chance so richtig oben mitzuhalten. Ich denke, hier könnte das jetzt anders aussehen. Oh, ich sehe gerade, unser Teamkollege ist vor uns noch. Sehr geil. Status Teamkollege. Markus liegt zurzeit auf P5. Unser geil. Abstand zum Teamkollegen beträgt 5,1 Sekunden. Sie fahren mit 9 Intermediates. Die letzte Rundenzeit lag bei 2,5,4. Zeit letzte Runde.
Versuch. Ich war am Mieten dran. Hinter uns bleibt sowieso, wenn man gar keine Punkte kriegt, ist natürlich geilsten. Für uns, für ihn. Hier meine Karten gut ausspielen. Durch die Unternehmen jetzt komme ich sehr gut ran, oder? Machen wir schon den nächsten. Karten ein Stück absetzen. Fühlt sich gut an. Das ist die Temperatur. Ja. Das scheint okay zu sein. Thank you.
Erfolg für uns. Sehr schön. Das scheint auch unser Teamkollege bald zu sein. Ja. Reifen, ja, die stimme ich dazu. Allerdings, ich vermute, dass wir alle reinfahren, ja. Sehr geil. Auch unser Teamkollege, also es bringt null, dass ich jetzt reinfahre. Markus fährt an die Box. Markus ist in der Boxengasse. Das hätte nichts. Das hätte uns nur Zeit gekostet, wenn ich jetzt reingefahren wäre. Weil sie nicht zwei zu lange Zeit abfertigen können. Los, los, los. Oh, Scheiße.
Ja, gut, das ist jetzt auch egal. Ja, scheiße, das habe ich versucht. Oder nicht ich hier, das Programm, weil es hier die falsche Strategie ausgewählt hat. Ganz toll. Ich habe mich daran gedacht, die extra umzustellen. Ja, das war natürlich jetzt dumm. Ach ja. Naja, das kann nicht immer laufen. Ganze Rennen versaut leider. Ja. Ist dann so. Kann ich eh nicht halten. Wechseln jetzt. Ja. Ah, dann haben wir einen Knopf. Ah ja, der Ball hat gesagt. Ich fahre gerade mit dem Termin jetzt weiter. Der Motor zeigt erste Verschleißspuren. Optimalleistung nicht mehr möglich. Okay, fett. Naja, wenigstens läuft es für immer Teamkollegen. Ist hier wenigstens auch schon mal was. Status Teamkollege. Markus im Moment auf P7. So, der Abstand zum Teamkollegen liegt bei 55,4 Sekunden. Sie fahren mit 9 ultraweichen Reifen. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,46,8. Ja, hätte ich mal draußen bleiben sollen. Aber das konnte ich ja auch nicht ahnen. Wäre ja auf jeden Fall auch eine bessere Position gewesen. Ja, jetzt können wir mal gucken, ob das überhaupt passt von der Geschwindigkeit. Jetzt wollen sie mich alle. Aber nicht gehabt bisher. Hm.
Und so ist der Rennen wieder auch schon ermittelt. Schon Ziel. Naja, sind wir irgendwie letzter geworden. Ist ja auch schon mal was. Da geht das Feuerwerk schon los. Ein bisschen angucken. Die Strecke, die schafft einen dann schon, also ich merke es wirklich kaputt auch ein bisschen. So, hab ein Ziel, sollte jetzt schon vorbei sein. Wir haben nur noch Benzin für eine Runde. Das ist ein enttäuschendes Resultat, aber ich weiß, dass du alles gegeben hast. Beim nächsten Mal werden wir stärker sein. Oh, das war sehr enttäuschend. Das Team aus Maranello hat heute einen großartigen Sieg gefeiert. Und Stefan, ich frage mich wirklich, was hier der Unterschied zwischen dem Sieger und der Konkurrenz war. Ich glaube, die Umstände haben heute perfekt zu Ihrem Auto gepasst. Der Wind, die Temperatur der Strecke, einfach alles. Die Autos erwachen erst dann so richtig zum Leben, wenn die Reifen die richtige Temperatur haben. Je leichter man also diese Temperatur halten kann, desto besser verläuft das Rennen für einen. Und genau so ist es Markus. Genau. Sein Auto hat sich da draußen einfach wohlgefühlt. Da kommen Sie also und steigen aufs Podium. Egal, wo man hingeht, überall auf der Welt dominieren die Flaggen mit dem springenden Pferd. Und auch heute sind sie wieder sehr zahlreich zu sehen. Ferrari steht einmal mehr an der Spitze. Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Ein gutes Resultat für Kimi Räikkönen, der seine Führung in der WM weiter ausbauen kann. Stefan, wer war dein Fahrer des Tages? Ich glaube, ich entscheide mich heute für Daniel Ricciardo. Er hat das Feld heute wirklich ordentlich aufgemischt. Wohlverdient. Kommen wir zu den Konstrukteuren. Ferrari hat die Führung in der Rangliste übernommen. Was war das für ein Wochenende? Wir hoffen, dass Sie auch nächstes Mal zu einer weiteren spannenden Folge dieser Formel-1-Saison dabei sind. Oh, das ist ja auch interessant. Lewis Hamilton hat den 18. Platz gemacht. Das ist ja gut für uns. Das heißt, wir haben in der Fahrer-WM nichts gewonnen, nichts verloren. Was Lewis Hamilton angeht, unseren Ex-Rivalen. Mich freut es für Marcus Ericsson. Er hat endlich mal ein paar Punkte wieder gesammelt. Schönes Ding. Sehr geil. So. Ich würde sagen, Start angucken brauchen wir uns jetzt nicht. Da war nichts Großartiges, Interessantes dabei. Ja. Kommt mal die Fahrer-WM an. Sind wir weiter auf Platz 5. Sebastian Vettel konnte sich an Lewis Hamilton vorbeischieben. So, natürlich ordentlich eingebüßt. 20 Punkte. Haben wir jetzt Unterschied? Sebastian Vettel hatten wir vorher 9. Das ist auch klar, aber wir haben zu Platz 6 haben wir einen mega Vorsprung. Also Platz 5 ist, denke ich, realistisch. Auf jeden Fall. So, Sauber konnte auch wieder ein paar Punkte zuwachsen. Auf 159. Aber wie man hier sieht, ist natürlich auch Platz 3 das Maximum. Mehr ist allein von den Punkten her schon nicht schaffbar. Jo. War natürlich für mich enttäuschend, der Grand Prix. Nicht das, was ich mir erhofft hatte, gerade weil man sich so eine schöne Platzierung erfahren hatte. Aber naja, manchmal läuft es halt nicht. Kann man nichts machen. So, wieder ein paar Punkte. Sehr schön. Ja, dieses Wochenende ist nicht so unser Wochenende. Ja, hier ein paar Karrierepunkte, auch nicht interessant. Gut, ja, war ein bisschen enttäuschend am Ende. Gucken wir mal,
was der nächste Grand Prix ist. Oder wo vielmehr. Es geht nach Malaysia. Hi, ich habe was Interessantes für dich. Die Leistungsupgrades, über die wir neulich gesprochen haben, sie wurden nun ans Auto montiert und die Daten sehen gut aus. Sieh dir mal die Details an. Oh, es wurde doch noch weiterentwickelt, das, was ich in Auftrag gegeben habe. Das sah so aus, als ob das abgebrochen wurde. Cool, dann kriegen wir doch noch den Abtrieb. Sehr schön. Eine Neugestaltung der Heckflügel, Haupttragefläche führt zu einer besseren Effizienz, wodurch mehr Abtrieb ohne zusätzlichen Luftwiderstand erzeugt werden kann. Sehr gut, dann haben wir da auch ein paar Punkte dazu gekriegt. Wo stehen wir jetzt? Oh, geil, boah, jetzt haben wir mal einen richtigen Satz nach vorne gemacht. Williams war, glaube ich, schon hinter uns. Wir können uns vor McLaren Honda setzen und vor Manor Racing. Geil. Das ist doch schön. Damit sind wir das siebte Team vom Leistungsindex her. Jo, das sieht doch ganz gut aus. Jetzt können wir schön Ressourcenpoints sammeln und die dann in der nächsten Saison plus 25% einsetzen. Gut, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War am Ende leider ein bisschen enttäuschend, aber das muss es auch mal geben. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein beim nächsten Video. Ich freue mich wie immer über ein Like, Abo und ein Kommentar und hoffe, ich sehe euch beim nächsten Video wieder und wünsche euch wie immer einen schönen Sonntag. Bis dann.